Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Macht, zu einem weiteren Video von Lego Star Wars, die komplette Saga. Episode 4, eine neue Hoffnung. Kapitel 4, rette die Prinzessin. Prinzessin Leia ist an Bord des Todessterns gefangen und weigert sich immer noch, dem bösen Darth Vader zu verraten, wo der Rebellenstützpunkt versteckt ist. Inzwischen haben Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi einen gewissen Han Solo beauftragt, sie zu Leias Heimatplanet Alderaan zu fliegen. Sie entkommen den imperialen Truppen auf Tatooine und springen in den Hyperraum. Doch Alderaan ist verschwunden. Sein Volk wurde Opfer von Darth Vaders Ungeduld. Dort, wo der Planet früher einmal war, liegt nur noch die düstere Schatten des Todessterns. Und das war echt knapp im Lesen. Also ein TIE Fighter, der uns hier angreift. Interessant. Ah, der Traktorstrahl. Das ist überhaupt nicht auffällig. Zieht doch die Helme an, ihr zwei Halunken. Okay, die wissen noch nicht diese Logik im Spiel, dass wenn du den Helm anhast, auch als Ben Kenobi und mit Lichtschwert rumläufst, dann automatisch anscheinend ein Druide. Ein Sturmtruppler bist. Pass mal auf, ich mach jetzt Trick 17b. Ich werde jetzt jedem so einen Helm geben. Und dann sollten wir vor allem fürs Erste nicht attackiert werden. Es ist ja dieses Lustige dabei. Und solange wir Ben haben, werden wir Ben spielen. Und danach kommt Han Solo Sturmtrooper. Ich glaube, das Problem ist, sobald ich irgendwas mache, werden wir auch attackiert. Das heißt, wir machen natürlich den ersten Angriff und Han hat seinen Helm verloren. Gut. Dann werden wir nochmal mit Han kurz den einen Helm holen. Sieht so lustig aus, Ben Kenobi mit Helm. Ist Ben Kenobi etwa doch ein Sturmtruppler? Hat er uns die ganze Zeit verraten und verarscht? Ist er in Wahrheit kein Jedi, sondern ein Sith-Lord? Ich denke nicht. Da sehen wir schon Leia. Ben geht. Tschüss, Ben. Okay, das heißt, wir werden jetzt Han nutzen. Ich will Han als Sturmtruppe. Eigentlich müssten die... Ich habe zwar keine Ahnung wieso, aber sie haben einfach gar keinen Bock zu attackieren. Passt, wir haben das schnell zerstört. Wir müssen hier lang. Wie schon gesagt, einfach schnell schießen und ausweichen, dann klappt das auch schon wieder.
Okay, alle haben noch ihre Helme, super. Dann gucken wir jetzt mal hier lang. Hier gibt es ein Minikit. Mehr war aber auch nicht da. So, ich weiß noch, wir mussten einen der beiden Aufzüge nutzen. Ich könnte euch jetzt aber nicht sagen, welchen der beiden. Hier sehen wir noch mal kurz Hanno. Hanno. Ben, ich werde mal kurz dem Kollegen helfen, weil ich glaube, der hilft uns, wenn wir ihm helfen. Weil Ben es ja nicht alleine auf die Reihe kriegt. Genau. Boah, war das coole Drehung. Hey, ich wollte mir gerade einen Helm geben lassen. Ich wollte gerade eigentlich diesen coolen... Wow. Okay, wir werden einfach mal weitergehen. Ich werde jetzt nur mit Hahn den Helm nehmen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir hier lang müssen. Da ist nichts. Hier lang vielleicht. Ich wusste nämlich... Das Problem ist, wie ihr seht, es ist hier sehr... verwirrt, teilweise aufgestellt. Ich sage nur eins, es macht trotzdem Spaß, das Spiel. Ah, genau, das war so ein zeitliches Ding. Ui. Okay, ich werde jetzt einfach nur ballern und sozusagen diesen Ausweichmoment nutzen oder auch nicht. Egal. Da ist noch einer. So, wow. Und wir brauchen hier einen schönen Sturmtrupplerhelm. Natürlich. Ach halt, ich bin lost. Okay, Entschuldigung, das war mein Fail. Ich habe gleich gesehen, dass hier so ein... Ist Luke gerade da runtergefallen? Was wollte ich sagen? Genau, ich habe gleich gesehen, dass da so ein Sturmtruppler Helmgedöns ist. Du bist ein asozialer Sturmtruppler. Ah ne, ich hab jetzt keine. War das hier dann der coole? Ja, das müsste der coole Raum. Ne, wartet. Das ist der richtige Raum. Der andere ist der Fake. Okay, ich zeige euch erst den lustigen Raum. Aber der muss jetzt gezeigt werden, da bin ich ehrlich. Ach halt. Ich wollte da gerade einen Helm aufsetzen, bis mir aufgefallen ist, halt, da gibt es nicht den Helm zum Aufsetzen. Jetzt passt mal auf die anderen beiden auf, ich glaube einer von denen wird runterfallen. Nö, gut zu wissen. Hui. Wir sind ja Han Solo und schießen immer zuerst. So, und jetzt kommt das lustige Easter Egg sozusagen. Obwohl, es ist kein richtiges Easter Egg, aber guck mal hier. Die haben einfach einen Swimmingpool.
Die anderen Sturmtruppen haben eigentlich nichts gemacht. Was machen wir? Richtig. Wir töten sie einfach. Und die wollten einfach nur eine Runde chillen. Aber wir sind halt ein Solo. Genau. Am besten hier diese Teile ausschalten, weil dann kommt nicht so viel, also mit Teile meine ich Kameras, weil dann kommen nicht so viele Gegner. Hier müssen wir einfach nur schnell beide Schalter reparieren und dann aufmachen. Pass mal auf, das war... Die Zelle hier müsste es gewesen sein. Seht ihr? Ich wusste es einfach. Die hat euch nur geöffnet wegen Chewie. Hallo, Leia. Okay. Ah! Das ist einfach so geil, wie das früher war, so. Okay, Chewie muss jetzt da rein. Will aber nicht. Ah! Also, er wurde normalerweise reingetreten, aber Knochen geht auch. Wir haben natürlich wieder mal das Level abgeschlossen, kriegen Han als Sturmtruppe. Genauso wie Luke als Sturmtruppe. Kriegen wir... Ne, halt, Leia haben wir schon. Gut zu wissen. Wir haben jetzt auch schon, ja, mal wieder einen Stein mehr. Insgesamt schon 23, 160. Ein Ziel wird natürlich auch sein, alle 160 Steine zu kriegen im Spiel. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal. Von YouTube ausgewählt. Unten links findet ihr noch die Playlist zu dieser Lego Star Wars, die komplette Saga Projekt. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmal Servus.